Im heutigen Video geht es um die Blindverkostung von drei gemasterten Files. Einmal im DIY-Verfahren selbst gemastert, also im Limiter eigentlich nur laut gemacht. Einmal vom Online-Dienst Lender gemastert und einmal vom Profi, vom Stefan Mögler, unserem Mastering-Engineer, gemastert. Und ich bin gespannt, wenn man die drei gegeneinander hört, was da wohl bei rauskommt und ob man das wirklich unterscheiden kann, was von wem stammt. Ich hoffe, dass das so ist. Aber wenn du dich dafür auch interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn du tatsächlich so weit bist, dass du deinen Song fertig aufgenommen und gemischt hast und jetzt den letzten professionellen Schritt machen möchtest, dann stehst du davor, ich möchte den Song mastern lassen. Aber wie möchtest du den mastern? Möchtest du ihn einfach nur laut haben? Dann jagst du ihn durch einen Limiter und machst ihn damit einfach laut. Falls du wissen möchtest, wie laut, kann ich dir mal hier oben was einblenden, da kannst du einiges dazu erfahren. Oder aber du gehst zu einem der berühmten Online-Mastering-Dienste, die so gerade aus dem Boden sprießen, also intelligent programmierte Software, die anhand von künstlicher Intelligenz dafür sorgt, dass dein Song verglichen mit anderen Profi-Songs auf jeden Fall gut klingt und gemastert laut hinten rauskommt. Oder aber du sagst, nee, ich möchte einen persönlichen Ansprechpartner, außerdem gibt es ja Leute, die das gelernt haben, Mastering-Engineere, und mit denen setze ich mich auseinander. Die kosten ein kleines bisschen mehr, aber dafür bekomme ich einfach deutlich mehr Qualität. Aber ist das wirklich so? Bekommst du beim Mastering Engineer für etwas mehr Geld auch deutlich mehr Qualität? Ich meine, Lender kostet um die, ich glaube, das teuerste Format, wenn du dir einen High-Quality-Wave-File ausspielen lassen möchtest, kostet, glaube ich, knapp 18 Euro und noch ein kleiner Monatsbeitrag, den du noch leisten musst, aber dementsprechend bist du 18 Euro, sagen wir mal 20 Euro pro gemastertem Song bist du dann dabei. Da kostet der Mastering-Engineer natürlich das drei- oder vierfache, vielleicht sogar das fünffache, je nachdem, wen du da wählst. Aber das hat natürlich seinen Grund. Die Leute sind ausgebildet, die haben trainierte Ohren, sehr viel Erfahrung, teures Equipment, einen perfekt vorbereiteten Raum. Aber ist es das wirklich wert zu sagen, ja, das nehme ich in Anspruch, das gönne ich mir jetzt einfach mal. Klar, wenn du mal eben schnell einen Song gemastert haben willst, dann jagst du ihn durch Länder und dann weißt du wenigstens grob, wie er klingt, wenn er gemastert ist. Aber so ein Mastering-Engineer hat ja nicht nur den Vorteil, dass hinten ein gemastertes File dabei rauskommt. Nein, du hast ja auch einen Ansprechpartner. Du sprichst mit jemandem. Das heißt, Kommunikation bietet dir Lender definitiv nicht. Das heißt, wenn du dem Mastering-Engineer deinen Song schickst, dann kriegst du vor allem eins dabei, was du bei Lender und bei allen anderen Diensten sowieso nicht kriegst, vor allem nicht, wenn du es selber machst, nämlich ein Feedback zu deinem File. Das heißt, du kriegst erstmal eine Information, ob der technisch überhaupt masterbar ist, ob der Mix einigermaßen ausgeglichen ist, dass man damit gut arbeiten kann. Du kriegst also eine Mixkritik mit inklusive. Dann schickst du dein File dahin, hoffentlich im bestmöglichen Format. Dann wird es gemastert. Vorher hat sich der Mastering-Ingenieur in der Regel damit auseinandergesetzt, wie du denn gerne hörst. Das heißt, welche Musik hörst du am liebsten? Basslastig oder höhenlastig oder mittig oder knallig, eher breit, eher eng. Deine Lieblingssongs werden also mit einbezogen, damit der Mastering-Ingenieur den Song auch deiner Vision entsprechend formen kann. Die technischen Maßstäbe muss er natürlich einhalten, dass es laut genug ist, dass es keine True Peaks gibt. True klingt auch toll, ne? True Peaks ist das Englisch. Wort. Und so weiter und so fort, dass die technischen Sachen natürlich alle eingehalten werden und dass es auf eine ordentliche Lautheit gezogen wird. Aber was den Klang selber angeht, dass er den nochmal in die Richtung schubst, die dir auch wirklich gefällt und nicht einfach dein Master verbiegt, so wie das Lender zum Beispiel machen würde, weil Lender ausgerechnet hat, dein Song klingt irgendwie wie Foo Fighters, dann wird der auch so gemastert wie Foo Fighters. Der kann natürlich nicht berücksichtigen, dass du vielleicht ein riesen AC/DC-Fan bist und das lieber anders klingen haben möchtest. Das alles kann ein Mastering-Engineer. Ich finde also, diese Kommunikation, dieses Feedback und vor allem im Idealfall auch mehrere Revisionen. Das heißt, du bist vielleicht nicht ganz zufrieden, findest das eine oder andere Detail noch irgendwie nicht so ganz gut gelungen im Master, dann kannst du das alles noch beim Mastering-Engineer im direkten Kontakt mit dem ausloten und herausfinden, ob dein Song dann wirklich auch zum bestmöglichen Ergebnis geführt wird. Bei Lender, wenn du deine Revision haben willst, wieder mastern. Zweimal 20 Euro sind schon 40 Euro. Gefällt dir vielleicht nicht oder du willst noch eine Kleinigkeit ändern an deinem Song, dreimal mastern, bist du schon bei 60 Euro, dann hättest du dich auch direkt mit dem Mastering-Engineer auseinandersetzen können und hättest wirklich einen tollen Kontakt gehabt, meistens super nette Leute, sehr hilfsbereich, sehr professionell, sehr ruhige Leute, auch der Stefan Mögler, der ja hier oft Videos macht im Recording-Blog, ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch, mit dem man ganz toll kommunizieren kann und der einem auch wirklich ein qualifiziertes Feedback zu seinem Song gibt. Also,
Plädoyer für den Mastering-Engineer. Ich will aber Länder nicht verteufeln. Wichtig ist ja am Ende des Tages auch, was hinten herauskommt. Und das hören wir uns jetzt gleich mal in der Session an. Das heißt, wir haben 3 Files, die du dir übrigens auf meiner Seite runterladen kannst. Unter recordingblog.com findest du einen Link im aktuellen Artikel, den Link unten in der Videobeschreibung. Und dann kannst du dir die 3 Files runterladen. Die sind auch nicht, die sind benannt, also durchnummeriert. Aber ich habe nicht gekennzeichnet, welches File welches ist. Und dann hör sie dir mal in deiner DAW an, lad sie mal rein und vergleich sie mal gegeneinander und entscheide mal, raten, also du kannst natürlich raten, welches von welchem Dienst ist, aber versuch doch einfach mal zu entscheiden, welches dir klanglich am besten gefällt, weil am Ende des Tages geht es ja nur um eins, um Klang. Das heißt, welches von den 3 Files gefällt dir am besten und dann schreib es uns bitte unten in die Kommentare rein, weil dann bin ich mal gespannt, was dabei herauskommt, welches von den 3 Files tatsächlich die meisten Stimmen bekommt und am besten abschneidet. Die klingen alle 3 ein bisschen unterschiedlich. Natürlich, nach dem Mastering klingen die schon sehr ähnlich. Das heißt, es sind hauptsächlich Nuancen. Du solltest also einen guten Kopfhörer, eine gute Abhörer haben. Aber entscheide mal nach dem Download selber, welches File dir am besten gefällt und schreib es uns unten in die Kommentare rein. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück einfach hier aufs nächste Video oder drück in der Zwischenzeit, wenn das Video weiterläuft, einfach 2-mal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Wir gehen jetzt in die Session, hören uns die Files an, verpasst danach nicht die Frage der Woche. Da geht es darum, um Sinn oder Unsinn oder Anwendungsbeispiele von so einem Mic-Screen. Hier, oft gesehen, oft kopiert, nie erreicht. Schauen wir uns gleich in der Frage der Woche an, das aber gleich. Jetzt geht es erstmal in die Session und wir gucken mal, was bei dem Mastering rausgekommen ist. Los geht's. So, dann sind wir schon in der Session. Ich habe die 3 Files hier einfach mal angelegt und das kannst du natürlich in deiner DAW auch machen. Lad sie dir einfach runter unter recordingblog.com. Im aktuellen Blogartikel findest du auf jeden Fall die Dateien zum Runterladen. Und falls du später dazukommen solltest und dieses Video vielleicht etwas später sehen solltest, aber dich trotzdem für die Files interessierst, klick mal auf meiner Seite auf Mitgliederbereich oben rechts in der Ecke. Da findest du die Files auch zum Download, die 3, und kannst sie mal in deine DAW reinladen, um mal gegeneinander hören, um zu entscheiden, was vielleicht dir am besten gefällt oder was du vielleicht, wovon du vielleicht glaubst, was von Länder gemastert wurde, vom Profi oder eben nur einfach laut gemacht wurde. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe die 3 Files hier angelegt und wir hören uns mal den letzten Refrain an und ich würde sagen, wir schalten einfach mal zwischen denen ein bisschen hin und her und gucken mal, was, also jetzt spontan, was zwischen diesen 3 Files einfach auffällt. Und ich blende mal hier ein, welches File wir gerade hören. Also 1, 2 oder 3 sind ja, die sind ja nur durchnummeriert und nicht weiter benannt. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was du hörst. Du solltest im Idealfall einen Kopfhörer aufhaben oder eine gute Abhöre. Und wie gesagt, wenn du es perfekt bewerten möchtest, dann lad dir auf jeden Fall die Dateien runter, denn eine besser mögliche Qualität wirst du wahrscheinlich nicht zu hören bekommen. Zumindest nicht über YouTube. Schauen wir mal, was passiert. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwimm durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, Weg vom Mond, Mars und Venus, fahr zu Not ab nach Wissen, alles nehme ich in Kauf, um dich nur einmal zu ja, also auf den ersten Blick natürlich ähnlich und wenn du das jetzt hier übers Handy abgehört haben solltest, dann wirst du keinen Unterschied festgestellt haben. Aber speziell, wenn man dazwischen hin und her schaltet und falls du dich fragst, wie ich das gemacht habe, ich habe alle 3 Spuren auf Mute gestellt und habe dann die Alt-Taste gehalten, während ich auf das S für Solo gedrückt habe. Denn das bedeutet, zumindest in den beiden DAWs, die ich benutze, in Logic und Studio One, bedeutet das, dass immer nur die Spur, auf die ich klicke, Solo geschaltet wird. Egal wie viele Spuren du vorher an Solo geschaltet hast. Es wird nur diese eine Spur, ne? Und dann schaltet der hier, wenn ich die Alt-Taste gedrückt habe, automatisch zwischen den Spuren um und so kann ich dann zwischen den Spuren wählen. Was mir aufgefallen ist, ich reiße es jetzt mal nur rudimentär an, um dich jetzt nicht irgendwie zu verwirren oder hier irgendwie zu beeinflussen. Alle 3 scheinen einigermaßen gleich laut zu sein. Ich habe sie vorher einfach mal durch den Julian laufen lassen. Das ist dieses Plugin, das man kostenlos erhalten kann und das misst die Loudness-Units, also die Lufts. Falls du nicht weißt, was
Luft sind, kann ich die hier oben mal einblenden. Da gibt es ein Video, wo ich das genau erkläre. Und das misst die und die sind alle, glaube ich, auf minus 10,2 Lufts integrated, also von vorne bis hinten gemessen, von der Lautheit gebracht worden. Das heißt also, die integrierte Lautheit und die True Peaks, wie man hier sehen kann, sind bei minus 0,3. Da übersteuert also nichts. Alle drei Files sind da gleich und trotzdem haben alle drei einen unterschiedlichen Klangcharakter. Ne? Der erste klingt ein bisschen fetter und irgendwie ein bisschen gedämpfter. Der zweite in meinen Ohren ein bisschen weniger fett untenrum, dafür aber ein bisschen kerniger in den Mitten. Und der dritte klingt irgendwie höhenlastiger, ein bisschen breiter gefühlt und die Stimme kommt ganz gut durch. Also von daher haben alle drei ihre Vor- und Nachteile und am Ende des Tages ist es vielleicht auch nur Geschmackssache, was man da gemastert hat. Und deswegen würde ich sagen, wir machen die Session jetzt mal direkt wieder zu. Du lädst dir die Files runter, schaust mal, wie das auf deiner DAW und auf deiner Abhöre klingt und schreibst uns dann unten in die Kommentare rein, was dir gefallen hat. Wir gehen wieder rüber zur Frage der Woche und los geht's. Und hast du es gehört? Ich bin wirklich gespannt, was du gehört hast und vor allem, was dir am besten gefallen hat. Du kannst ja mal einen Tipp abgeben unten in den Kommentaren, welches der drei Files deiner Meinung nach von Länder das DIY und das Profi-Mastering gewesen ist. Bin ich mal sehr gespannt. Aber schreib vor allem auch rein, was dir am besten gefallen hat, weil das interessiert mich persönlich am meisten. Es ist mir wurscht, wer das gemastert hat oder sonst was. Mir ist wichtig, ob der Mix oder welcher Mix dir am besten gefallen hat. So, das schreiben wir mal unten rein. Und jetzt gucken wir mal in die Frage der Woche. Die kommt heute von Christian und Christian fragt, hallo Jonas, gestern war ich bei Thomann und habe mal in der Studioabteilung gefragt, ob ein besseres Mikro an dem über Monitor abgehörten unschönen hohen Phaser-Effekt, also du meinst wahrscheinlich einen Phaseneffekt, so eine Phasenauslösche in deiner Stimme, in meiner Stimme etwas ändern würde. Der Mitarbeiter meinte, ich möge erstmal die Wand hinter mir mit Absorbern ausstatten. Jetzt bin ich einigermaßen verwirrt. Hinter mir? Ich dachte immer vor mir, also hinter dem Mikro. Hinter dem Mikro soll der Ersthall absorbiert werden. Der meinte aber, was hinter dem Mikro passiert, ist völlig egal. Auf die Frage, was die ganzen Mic-Screens dann bringen, meinte er, gar nichts. Bist du der gleichen Meinung? Freundliche Grüße, Christian Schilk. Lieber Christian, erstmal liebe Grüße zurück und vielen Dank für deine Frage. Ich bin so halb seiner Meinung. Also, dass die Mic-Screens gar nichts bringen, der Meinung bin ich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass Mic-Screens deutlich überschätzt werden. Ich habe mal einen aufgebaut bei mir hier im Wohnzimmer, um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich im Wohnzimmer, also mittendrin in so einem relativ ungedämpften Raum, wenn ich darin aufnehme und den Mic-Screen nutze oder ob ich ihn nicht nutze. Das einzige Ergebnis war, dass das Signal mit Mic-Screen ein bisschen fetter gewesen ist. Ich habe mal einen hier. Wir nehmen mal einen zur Hand und hier haben wir ein Mikrofon und so wäre ja dann der Aufbau. Ne? Hier ist der Mic-Screen, hier ist das Mikrofon und hier würde man jetzt reinsprechen. Wichtig ist, dass man jetzt versteht, wie der Schall genau fließt in deinem Raum. Ne? Das heißt, wir nehmen mal das Mikrofon, wir haben hier ein Mikrofon, das ist eingestellt auf eine Nierencharakteristik und die Nierencharakteristik ist im Prinzip die Hauptcharakteristik, die Mikrofone heutzutage haben. Ein dynamisches Mikrofon oder auch die meisten Kondensormikrofone sind fest verdrahtet als Niere. Das bedeutet, dass die Einsprechrichtung hier der Schall aufgenommen wird, in diesem Bereich. Ich kann dir mal ein Bild einblenden hier oben, dann siehst du mal, wie so eine Nierencharakteristik aussieht. Und da kannst du sehr schnell erkennen, der dicke Bereich, das ist hier vor dem Mikrofon, da wird der Schall aufgenommen und hier hinten passiert quasi nichts. Dementsprechend hat der Kollege von Thomann schon recht, dass hinter dem Mikrofon nichts passiert. Es ist also völlig egal, welcher Schall von hier kommt, das Mikro nimmt das nicht auf. Das Mikro nimmt nur den Schall von hier vorne auf. Jetzt hast du aber viel Raumanteil in deinem Signal, wenn du aufnimmst, zum Beispiel im Raum und fragst dich, eigentlich sollte doch der Mic-Screen das begrenzen vom Raum irgendwie, aber irgendwie macht er das nicht. Ist klar, von hinten wird ja nichts aufgenommen, weil der kommt von vornherein der Schall. Was macht denn dann der Mic-Screen genau? Der macht Folgendes. Wenn der hinter dem Mikrofon steht, hier der Mic-Screen, und ich spreche in diese Richtung, dann dämpft der meine Stimme schon mal ab. Also den Anteil, der von meiner Stimme in den Raum reinstrahlt und von da aus auch wieder zurück, von hinten auch in mein Mikrofon rein, der Teil wird ein bisschen bedämpft. Ich betone ein bisschen, es ist nicht megamäßig, also wie in einer Vocal Booth, in einer Kammer, wo man aufnimmt, sondern es wird ein bisschen von dem Hall weggedämpft, der eigentlich in den Raum reingehen würde. Ne? Also wenn ich jetzt ohne das Ding direkt in den Raum reinsprechen würde, dann würde mein Schall ja, also der Schall meiner Stimme würde ja ungebremst in den Raum reingehen, überall reflektiert werden und dann von hinten natürlich auch wieder in mein Mikrofon reingehen und zwar da, wo ich reinsinge, da, wo das Mikrofon empfindlich ist. Also kann so ein Mic-Screen durchaus dafür sorgen, dass der Raum nicht zu stark angeregt wird. Aber die bessere Maßnahme ist tatsächlich hinter dir selber dämmen. Denn der Schall, der vom Raum dann auch hinter dir auf die Wand trifft
Wenn die Wand gedämmt ist hinter dir, kann der Schall da nicht reflektiert werden und dementsprechend auch nicht da reinkommen, wo das Mikrofon den Schall aufnimmt. Deswegen ist die Aussage völlig richtig. Lieber hinter dir dämmen, entweder durch eine Stellwand oder wenn du in einer Ecke bist, dass du da ein bisschen was dämmst oder dass du dich vor ein Regal stellst, wo dicke Bücher drin stehen oder sonst was irgendwie. Das kann schon sehr, sehr helfen, einen trockeneren Sound aufzunehmen. Die Mic-Screens haben ein bisschen die Funktion, den Schall, der in den Raum reingeht, zu bedämpfen. Aber das ist nicht wirklich relevant. Wenn du wirklich einen ruhigen und raumfreien Sound haben willst, dann musst du auf jeden Fall hinter dir dämmen. So viel dazu, ein bisschen Mikrotheorie, so viel zu ein bisschen Mic-Screen und so viel zu Sinn und Unsinn von Dämpfung vor dir, hinter dir, über dir, unter dir. Und wenn du da noch weitere Fragen zu haben solltest, schreib sie gerne auch unten in die Kommentare. Vielleicht können wir da mal ein Spezial zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann die Tage wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!